Ah, ist noch drin. So. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS19 hier auf die Konsole. So, ich muss jetzt noch ein bisschen umbauen. Ich weiß nicht, ob ich den Tag überspringe. Nee, auf jeden Fall überspringen die Nacht. Mache ich jetzt noch nicht. Warte mal, ich brauche den Frontlader, ne? Das Gewicht schon mal hinten dran. Ja, wäre fatal, fällt mir gerade ein. Wir haben ja auch die Kartoffelmaschine geliehen. Ja, jetzt geht es auch darum, wir wollen noch Saatgut holen. Schnell vom Shop, bevor der zumacht. Muss dann hier mit der Gabel auch gehen. Ich hoffe zumindest. Was werden wir ja gleich merken am Shop. Zum Not muss ich noch eine andere holen. Da gab es noch den Tipp, hey Tom, du kannst doch auch hier von ModHub die Mods holen mit dem Blinker aus, weil mich das so nervt, ne? Nee, kann ich leider nicht, weil das ist leider nicht für die Konsole, nur für den PC. Da ist man leider ein bisschen eingeschränkt. So, jetzt muss man die Pike mal ein bisschen anders setzen, sonst gibt es wieder Mecker. So, wir haben also jetzt zwei, da steht nämlich der Traktor und macht nichts mehr. Zwei Paletten Saatgut holen, wobei ich nur eine drauf machen werde, also Rest nehmen wir mit nach Hause. Schauen wir doch. Leicht die Vorfahrt genommen, ich gebe es zu. So, der kommt wieder ab, zack, in Shop. Palette habe ich gesagt, ne? Palette, nein, hast du nicht, du hast Big Pack gesagt. Hühnerfutter haben wir noch, brauchen wir nicht. Machen wir selber. Hallo, Schweinefutter, Hafer, bla. Also manchmal. Saatgut. Kaufen und dann noch einen dazu. So. So, guck mal, ob das klappt. Da sieht man von innen überhaupt nicht. So. Zweite noch drauf. Geht ja ganz gut. Und wir haben Geld gespart. Für die Palettengabel. Bisschen schief, aber ist Wurst. Stand das ja eh noch an, ne?
So. Mal schnell hier fluxen, gut drum basteln. Das fand ich auch eine tolle Erneuerung damals. Gab es das auch immer als Mod, ne? Dass das wirklich dann hier den Weg in LS gefunden hat. Oh, ist eine halbe Nachtschicht jetzt hier. Aber naja, passt zu der Uhrzeit. Ja, ich bin noch ein bisschen später dran. Da sollte er dran. Ich bin noch ein bisschen später dran. Es ging leider nicht anders. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ist ja Feiertag. Ich denke mal, ihr seid mal länger wach heute. Da kann ich auch auf diesem Wege euch schon mal schöne Ostern wünschen. Kann ich eigentlich auch hier durch? Es kommt mir fast so vor mit dem Verkehr. Dann liegt das dann doch manchmal an den Karten einfach, oder? Dass der Verkehr hier früher bremst. Ich habe es ja auf der anderen Map. Da kommt es mir. Also ich fahre mir dauernd einen Traktor rein. Das ist echt nervig. Oder ein Anhänger, wenn ich abbiege. Echt komisch. So, den wieder ab. Ein bisschen mehr Licht. Dann schmeißen wir es mal hinten drauf. Ich mache jetzt mal nur den vorderen los, das reicht auf jeden Fall. Also, da werden wir auch was über haben, hoffe ich mal. Zack. Zinken verbogen, verdammt. Muss ich ja wieder zurechtklöppeln. Das hat vorhin so gut geklappt und jetzt bin ich da irgendwie. Habe ich ins Holz gepiekt. Aber naja, Hauptsache hält, ne? Ich hasse es nicht mehr. Ich hasse es total, wenn die Palette jetzt falsch rumfällt. So, da kann ich den gerade drauf schmeißen. Jetzt zecken wir natürlich einzeln runter, YouTube. Hopp! So. Was eine Aktion, oder? Dann kann der Rest hier noch gemacht werden. Ich hau mal wieder ab hier vom Feld. Mach mich mal vom Acker. Nicht so eine Einfahrt? Verdammt. Ah, ich kann jetzt nicht drüber fahren. Der fährt die Wiese platt, du Reine. Mal ist noch mähen. Verdammt.
unter Lebensgefahr den Blinker ausgemacht. Ich würde fast sagen, die Saatgutpalette stellen wir irgendwie trocken. Wir haben hier noch ein bisschen Platz. Was kriegt denn der Hahn ausgespült? Ich guck mal kurz. Nicht warum der Hahn kräht, sondern. Ja. Ist auch nicht für die Gerätschaft. Sonst können wir es auch hier gut reinstellen, ne? Da ist doch Platz. Was ist denn mit dem Hahn los? So weitermacht, kommt ja ein Suppentopf. Die Halle weg. Aber ich meine, manchmal bin ich echt so verpeilt. Zum Darumfahren. Oder was aber auch cool ist, da könnte ich auch dann die Gabel mal reinpacken. Wir packen es hier oben ins Regal rein, die Tür. Das kriegen wir auch hin. Das mache ich mal. Vorsicht. Kann das sein, dass das eine Palettengabel ist? Wer weiß. Sag's nicht weiter. Nee, dann ist man von außen gucken. Es hilft nichts. Es hilft nichts. So, jetzt müssen wir besser aufpieken als vorhin. Und ab ins Regal damit. Hallo? Passt. So, die Pike brauche ich jetzt gerade nicht. Ich glaube. Ein Anhängerpack war noch, aber den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann kann der Traktor auch weg, dann gucken wir mal, wie weit er mit den Kartoffeln ist. Ich hoffe, der ist so langsam fertig, müsste aber eigentlich, oder?
Konzentration. Okay, das wird auch hier drin stehen. Ich bin ja nicht zwillingsbereit, wenn man abbauen bei Gelegenheit. So, Licht aus. Steht perfekt. Ja, dann gucken wir mal rüber. Na, ja, dann muss die Ecke noch mal anfahren. Ne? Ist die halt irgendwie sogar auf? Das ist dann halt auch wieder typisch bei den Feldern halt. Ne? Wenn die Ecken haben oder so, das kriegt die Hilfe halt normal nicht. Ne? Da brauchst du dann schon. Horseplay oder war hier gar keine Ecke? Ha, da motzt er rum und er hat es perfekt gemacht. Gut, dann geht ihr auch nach Hause. Müsste mich noch ausladen, weil das Saatgut will ich natürlich behalten. Und wenn du das Ding zurückgibst, dann ist das Saatgut auch weg, ne? Wieso generell? Also wenn du irgendwas mietest, einen Anhänger oder sonst was, und hast du noch deinen Kram da drin, dann ist das futsch, die Tür. So, wegen der Uhrzeit mache ich mal das Tor zu. Ob ich mal wieder Bock hätte. Ich habe ja früher so Nachtschwimmerfolgen gemacht, ne? Das könnten wir auch mal wieder einführen. Da war ich dann oft im Euro Truck Simulator unterwegs und die Folgen kommen ein bisschen später, meist so ab 22 Uhr oder so. Manchmal auch ein Livestream, aber ab und zu dann halt auch einfach nur mal ein Video, ne? Am besten machen wir das davon auch bei dem Lager, bei dem Hochregal. Können wir das dann später gleich reinschmeißen. So. Sei denn jetzt, ich krieg das Ding nie leer. Ich lese da gerade nichts von. Ich schalte sie nochmal an. Die gar nicht leer. Tja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Gucken wir uns nochmal an. Wenn nicht, wird es dann doch mitverkauft. Schweren Herzens. Aber naja, manchmal musst du auch Opfer bringen, YouTube. In diesem Sinne, euch einen schönen Restabend. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ciao.